Und jetzt aus den unendlichen Weiten der Lagerhallen des Zwischenbuchhändlers Koch, Neff und Volkmar in der heiligen Stadt Köln. Die Spiegel-Bestsellerliste Sachbuch. Platz 10. Wolf Schneider, Speak German. Scriptor hic prudentissimus, vir inter eos, qui sermoni germanico colendo operam dant, unus omnio maxime excellit, clare distinguere sapit quid pure ac pulcre, dici posit quid que non eta. To mixen die Sprachen, inquit Wolf Schneider, ist die Nonsens. Optimum me hercle librum. Platz 9, Bernhard Burb, von der Pflicht zu führen. Eine Pflicht zu führen kenne ich eigentlich nur von blinden Hunden. Der Bildungsnotstand in Deutschland resultiert aus einem Mangel an Führung, schreibt der pensionierte Internatsleiter Burb im zweiten Aufguss seiner pädagogischen Thesen. Mir scheint eher das Gegenteil richtig. Der Bildungsnotstand resultiert aus einem bedauerlichen Missverhältnis zwischen gebildeten Indianern und ungebildeten Häuptlingen. Platz 8, Eduard Augustin, Philipp von Keisenberg und Christian Zaschke, ein Mann, ein Buch. Ein Kompendium mehr oder minder nützlichen, mehr oder minder männerrelevanten Wissens. Von wie lenke ich einen Formel-1-Wagen über wie werde ich katholischer Priester bis hin zu wie bleibe ich nach dem Sex wach. Klingt albern, liest sich aber lustig. Platz 7, Hans-Joachim Noack, Helmut Schmidt. Noack zitiert in seiner handwerklich sauberen Biografie an einer Stelle Marion Gräfin Dönhoff, die über ihren Kollegen bei der Zeit, Helmut Schmidt, erklärt hat: Aber was ihn tief in seinem Inneren bewegt, habe ich nie erfahren. Genau das ist auch das Problem von Noacks Biografie. Sie kommt einfach nicht nah genug an ihren Gegenstand heran und liest sich entschieden zu langweilig. Platz 6, H.P. Kerkeling, ich bin dann mal weg. Nach sage und schreibe 123 Wochen auf der Bestsellerliste wäre es tatsächlich schön, wenn diese wirre Schrift, halb Wandertagebuch, halb Esoterikfibel, sich endlich vom Acker machte. Ich zeige gern schon mal den Weg. Platz 5, Rhonda Byrne, The Secret. Angeblich verrät dieses lausige Begleitbuch zu einer australischen Fernsehserie die tiefsten Mysterien esoterischen Denkens. Diese bestehen in der gewerkschaftsfeindlichen Offenbarung, dass diejenigen reichen Lohn empfangen werden, welche da glauben, bereits reichen Lohn empfangen zu haben. Mit anderen Worten, schön wohlhabend und gesund wird, wer glaubt, schön wohlhabend und gesund zu sein. Eine Zumutung. Platz 4, Michael Winterhoff. Warum unsere Kinder Tyrannen werden. Der Arzt Michael Winterhoff diagnostiziert im Vokabular der Tiefenpsychologie eine unzureichende psychische Reife unserer Kinder. Naja, es sind Kinder. Viele nicht nachprüfbare Fallbeispiele illustrieren Winterhoffs These. Erkenntnisgewinn nach 190 Seiten, früher war besser. Platz 3, Richard David Brecht. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Eine lockere und dabei doch ganz auf der Höhe ihrer Zeit befindliche Einführung in die Geschichte der Philosophie und der Hirnforschung. Das beste Gegenmittel gegen Fachidiotentum in Natur- und Geisteswissenschaft. Platz 2. Bushido und Lars Ament. Bushido. Der zweite Satz dieses Buches lautet: Eines Abends setzte ich mich an meinen Schreibtisch und begann, meine Gedanken aufzuschreiben. Hätte Bushido dies wirklich getan, dieses Buch wäre ein Blindband geworden. Platz 1, Helmut Schmidt zum Zweiten, nun nicht als Biografierter, sondern als Autor. Sein neues Buch heißt Außer Dienst. Helmut Schmidt war Senator in Hamburg, Verteidigungs- und Finanzminister in Bonn, schließlich Bundeskanzler. Stets hat er beteuert, keines dieser Ämter angestrebt zu haben. In diesem Sammelsurium von Gedanken und Erinnerungen teilt Schmidt nicht immer stringente, aber niemals belanglose Einsichten mit, die der Weisheit schon recht nahe kommen. Zum Beispiel: Mein Ehrgeiz war nicht auf Ämter gerichtet, sondern auf Anerkennung, ähnlich wie ein Künstler oder ein Sportler Anerkennung durch Leistung sucht. Für sein neues Buch verdient Helmut Schmidt jedenfalls Applaus.